In diesem Video möchte ich dir zeigen, dass du mehr bist als dein physischer Körper. Und zwar, jeder Mensch hat ja so einen Astralkörper oder Energiekörper, wie man so schön sagt. Und ich möchte dir jetzt den Beweis liefern, dass du einen Astralkörper hast. In diesem Video werde ich dir gleich eine Übung zeigen. Du wirst sie gleich mit mir machen und dann wirst du sofort deine astralen Hände spüren. Ja? Also, mach als erstes Folgendes. Leg deine Hände so vor dich hin und spür mal deine Hände, deine Finger, mach mal so eine Faust, ja, und du spürst das Ganze mal, wie du gewohnt bist, deine normalen Hände. Und jetzt machen wir gleich eine Übung und danach wirst du das gleich selber nochmal machen und dann wirst du überrascht sein, was dann passiert. Als erstes nimmst du deine Hände, ja, du reibst sie kurz so, so, dann nimmst du deine Hand, ja, so, und fährst mit den Fingern in diese Rillen rein und die rechte Hand, also der rechte Daumen, steht nach außen und du drückst jetzt richtig fest rein in diese Spitzen, ungefähr so 5 bis 10 Sekunden, also richtig fest reindrücken, ja, und dann machst du Folgendes so, zack, du schießt raus und das machst du dann nochmal, ja, zack, und dadurch lösen wir sozusagen die Energie vom Astralkörper nach außen, ja, also die Astralhand. Die Energie der Astralhand wird nach außen geschossen und unser Bewusstsein wird sich jetzt lösen von der physischen Hand. Das Ganze machst du jetzt ein paar Mal. Ja. Zack und nochmal und einfach tief und festhalten und dann nach außen ziehen. Das gleiche auf der anderen Seite. Ja. Drückst einfach fest dran, immer, dass dein rechter Daumen nach außen steht, beziehungsweise mein linker Daumen jetzt nach außen steht. Reindrücken und dann nach außen ziehen. Zack. Und nochmal. Zack. 5 bis 10 Mal ungefähr kannst du es machen. Zack. Zack. Und das wird ganz spannend, weil du wirst danach gleich sehen, was dann passiert. Und nochmal. Zack. Ich habe es nicht mitgezählt, ich habe es einfach so gemacht. Dann machst du Folgendes. Jetzt gehst du wieder zur linken Hand und jetzt presst du richtig ganz fest, ganz tief rein. Ja? Also so richtig reinpressen, ungefähr 5 bis 10 Sekunden. Zack, und jetzt auf der anderen Seite ganz fest reinpressen. Ich habe die Übung natürlich schon sehr, sehr oft gemacht. Es kann sein, dass du beim ersten Mal vielleicht nicht so viel mitbekommst, aber wenn du sie öfter machst, also am Tag einige Male, am besten in der Früh oder vorm Schlafen gehen, dann wirst du sehen, desto öfter du sie machst, desto effektiver wird die Übung bei dir wirken. Ja? So, dann hier nochmal und drüben nochmal. So, und dann machst du Folgendes, du nimmst deine Hände, machst so ein Ding und dann schießt du die ganze Energie raus vom Astralkörper. Zack, 4 und 5. So, und jetzt nimmst du deine Hände und stellst sie so vor dich hin. Und jetzt wirst du merken, vorher hast du deine Hände gefühlt, ja? Und jetzt spürst du den, also jetzt weißt du, dass deine Hände zwar da vorne sind, aber du fühlst sie nicht mehr wie vorher. Also dein Bewusstsein ist jetzt rausgegangen, also dein Bewusstsein ist jetzt nicht mehr in der physischen Hand drin komplett, sondern dein Bewusstsein ist jetzt in der Astralhand. Ja? Und wenn du es kann sein, dass du jetzt diese Astralhand besser spürst, manche eben nicht so gut, manche schon. Ich spüre zum Beispiel jetzt meine Astralhand, die ist ein bisschen größer und ich kann sie richtig spüren. Ich kann sogar, weil ich ja also die Übung schon sehr oft gemacht habe, ich kann jetzt sogar mit meiner rechten Hand nach oben gehen, meine Hand fühlen, aber obwohl meine Hand jetzt unten ist. Also du kannst natürlich nicht sehen, weil sie in der nächsten Frequenz ist, aber ich kann jetzt nach oben gehen und meine Hand so fühlen, greifen, obwohl meine Hand hier unten jetzt gerade ist, ja. Weil ich einfach mein Bewusstsein gerade einfach in den Astralkörper verlegt habe und mit meinen Astralhänden gerade wirke, ja. Weil einfach das Bewusstsein in der nächsten Hand ist. Und wenn du jetzt deine Hände so vor dich hältst, dann spürst du auch, dass das Bewusstsein aus der physischen Hand rausgegangen ist. Ja? Und jetzt am Schluss kannst du natürlich sowas machen wie hier. Also einfach nur, wie wenn du deine Hände wäschst. Ja? So. Und jetzt halt deine Hände nochmal hin. Und jetzt spürst du wieder deine physischen Hände. Natürlich nicht mehr so wie vorher. Und das ist doch genial, oder? Also, wir haben jetzt durch diese Übung, habe ich dir jetzt gezeigt, dass du eine Astralhand hast. Und du hast gerade gesehen, wie leicht du
dein Bewusstsein von der physischen Materie in die Astralmaterie reinlegen kannst. Unglaublich, oder? Falls dich das interessiert hat und du möchtest lernen, wie das Ganze geht, es gibt natürlich noch viele weitere Übungen, magische Bewegungen, die du machen kannst, um eben dein Bewusstsein in den nächsten Körper zu verlegen, dann besuch meinen Astralkurs auf astralreisen.com. Dort zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du eine Astralreise lernst und durch diese Übungen dein Bewusstsein einfach in den nächsten Körper verlegst.